Hallo beim Bautalk. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungen und was das Ganze mit BIM zu tun hat. Und wir haben einen interessanten Gast bei uns, Alexander Mohr-Miesler. Hallo Alexander Mohr-Miesler, wir sind beim Du und ich freue mich, dich im Bautalk begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, schön dich wieder zu hören. Ja, wir sind beim Du und das lassen wir auch so. Das war die letzten Male ja schon bereits sehr erfolgreich. Wunderbar, wir haben ein sehr komplexes Thema, das für ein Audioformat auch ziemlich, ja, schwer zu beschreiben ist, aber ich hoffe, dass wir das unseren Hörerinnen und Hörern heute ganz toll vermitteln können, was ihr bei der Orca-Software Wichtiges für unsere Bauindustrie macht, denn ich finde die Ansätze von euch wirklich spannend. Und bevor wir dann ins Inhaltliche gehen, möchte ich einfach, dass du dich vorstellst und vor allem auch erwähnst, wo du dich überall engagierst, damit unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal einen Hintergrund von dir erfahren. Und der hat es ja in sich. Ja, gerne. Damit ihr mich alle ein bisschen besser kennenlernt, also mein Name ist Alexander Mohr-Miesler. Ich bin Leiter Organisation und im Produktmanagement bei der Orca Software GmbH angestellt. Bin im Thema BIM zu Hause und in dieser Rolle auch in den Fachgruppen vom Building Smart, wie der Fachgruppe Bau 2, digitale Zusammenarbeit und Datenaustausch in der Bauausführung, in der Fachgruppe Kostenermittlung, die zum Beispiel anhand eines BIM-Modells die Anforderungen für eine Kostenschätzung, Kostenberechnung erarbeitet und in der Building Smart Regionalgruppe Bayern Süd. Dazu engagiere ich mich auch im BVBS in der Fachgruppe Datenaustausch BIM und X-Rechnung, bei BIM Deutschland, einem Projekt BIM Swarm. Beim BIM Swarm Projekt von BIM Deutschland bin ich Gruppenleiter für den Bereich AFA. Und seit neuestem auch in Wien für das Thema 91400 entsandt. Und seit kurzer Zeit sind wir auch Mitglied beim DGNB, um auch hier das Thema Nachhaltigkeit mit abzuholen. Und eine Info an dieser Stelle, die macht mich besonders stolz, nämlich ich kann ganz stolz berichten, ich begleite Orca und seine Anwender und auch eben die Planer und Architekten seit letztem Monat 25 Jahre eben bei Orca und kann damit ganz stolz sagen, das Original seit 25 Jahren. Ja, ihr habt es gehört, der Alexander hat einiges zu tun und ich freue mich dann auch auf die geballte Kompetenz. Wir werden nur, natürlich nur einen kleinen Bereich anschneiden können und vor allem das aus Sicht der Anwender. Also was hat es für euch als Hörerin oder Hörer für Vorteile und was bringt es vor allem im Prozess der Bauplanung und auch später dann der Ausführung? Ja, Alexander, jetzt erklär mal. Bekannt ist Orca ja für ausschreiben.de oder auch für die AFA-Software. Erklär uns jetzt einfach mal grundsätzlich, wo fängt es denn eigentlich für einen Anwender bei euch an und wie sieht es dann im Prozess aus? Also mit dem Programm Orca AFA unterstützen wir den Planer, den ausschreibenden Architekten, den Ingenieur dabei, dass er eben in den Leistungsphasen 3 weg mit dem Beginn der Ausschreibung und der Kostenermittlung arbeiten kann. Das heißt, hier steigt er wirklich bei der Kostenschätzung, Berechnung, Voranschlag, Anschlag, Feststellung eben im Orca AFA ein. Und auf der anderen Seite haben wir ein zweites Standbein, das ist ausschreiben.de, in dem wir dem Ausschreibenden und auch dem Objektberater fachgerecht Ausschreibungstexte kostenlos zur Verfügung stellen, die er für seine Bauvorhaben, für seine Kostenermittlungen, für das Erstellen seiner Leistungsverzeichnisse, für das wasserdichte Abgeben der Spezifikationen quasi holen kann. Genau, so kann man es mal einfach mal die zwei Punkte ineinander greifen. Und es ist natürlich nicht so einfach, wenn man nämlich dieses ganze Spektrum AFA und eben auch Ausschreibungstexte betrachtet, dann geht es da los von der DIN 276 über GAP, über ÖNORM bis IFC und bis zur Schlussrechnung. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir begleiten den Anwender vom Entwurf bis zur Schlussrechnung eben über diesen kompletten Bauprozess.
Zyklus mit unseren Softwareprodukten. Ja, und wir hatten es ja schon erwähnt, in welchen Bereichen du dich bewegst. Da kommt oft das Wort BIM vor. Mhm. Für alle, die es branchenfremd nicht kennen, BIM ist ein sehr, sehr wichtiges Tool in der Zukunft und auch in vielen Punkten, würde ich sagen, gerade noch am Entstehen. Es gibt also viele ungeklärte Aspekte. Und es ist schön, dass es Menschen gibt wie dich, die sich da auch engagieren, dass das alles mal in die Bahnen kommt. Wie würdest du jetzt erklären, möglichst einfach, was jetzt die bisherigen Ausschreibungsmethoden oder Beschreibungen von Produkten mit dem Thema BIM zu tun haben und wie das schlussendlich zu einem sinnvollen Kreislauf wird? Gut, dann fange ich mal direkt beim Begriff BIM an. Also man spricht ja von Building Information Modeling und mittlerweile hat sich aber auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass man oft vom Building Information Managing spricht, quasi ja, vom Handhaben der Informationen. Und BIM ist eigentlich ein Prozess, der, sage ich mal, übersetzt einfach Digitalisierung des Projektablaufs bedeutet. Und was heißt das für den Anwender? Also wenn man sich mal den Prozess vor ein paar Jahren angeschaut hat, dann hatte man im Endeffekt einen großen Schreibtisch. Auf der linken Seite war ein ausgedruckter 2D-Plan. Auf der rechten Seite hatte er seinen Rechner oder die Anwenderin ihren Rechner. Und man hat dann mittels Dreikantmarker postet ähnlichem eben die Informationen manuell aus dem Plan in das jeweilige Software-System übertragen. Das war vielleicht auch oft mal Excel, mittlerweile ist es eigentlich ein AFA-System, das dort hergenommen wird, aber man hatte eben sozusagen diesen manuellen Bruch dazwischen. Jetzt, wenn man BIM im Kontext von Ausschreiben mal so betrachtet, dann ist es so, man bekommt aus einer frühen Entwicklungsphase oder Planungsphase, aus einem CAD-System, aus einem Autorenprogramm, eigentlich ein Modell, das schon sehr nahe an die Informationen des 2D-Plans drangeht und teilweise auch darüber hinaus. Das heißt, dieser Bruch des manuellen Übertragens, der fällt dadurch weg, weil ich die Informationen direkt aus dem Modell ziehen kann. Und so wie du es gesagt hast, BIM ist auch ein Stück in der Entstehung, sage ich mal, oder ist tagtäglich geht es ein Stück weiter. Und mittlerweile kann ich schon ganz stolz sagen, dass eben zum Beispiel mit den Produkten eine modellbasierte Mengenermittlung durchführen kann, eine modellbasierte LV-Erstellung, modellbasierte Kostenermittlungen, modellbasierte Abrechnungen. Das heißt, es geht immer näher dahin, dass eigentlich sehr viele Informationen, die in den anderen Disziplinen, in den weiterführenden Disziplinen gebraucht werden, wie Simulation oder eben Ausschreibung, Kostenermittlung, eben direkt aus dem Modell abgegriffen werden können. Um es mal so ganz grob zu erklären, ein BIM-Modell, im besten Fall ein Open-BIM-Modell im IFC-Format, das ist das Dateiformat, begleitet das Projekt vom Entwurf bis wirklich zur letzten Schlussrechnung und kann dann vielleicht sogar noch dafür verwendet werden oder sollte dafür verwendet werden, im Betreiben, also im Facility Management, dann Informationen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ganz am Schluss von dem Prozess ist eigentlich das Modell das Handbuch zum Projekt. Sehr gut beschrieben. Natürlich immer noch wahnsinnig kompliziert im Detail. Vor allem der Punkt, dass die Ausschreibung oft isoliert natürlich vom Projekt stattfindet, bei euch natürlich der Plan ist, dass das nahtlos ineinander übergeht. Und das finde ich sehr wichtig. Die Frage, die ich jetzt im Speziellen habe, du hattest erwähnt, das OpenBIM-Format IFC, da gibt es ja auch diverse Abhandlungen drüber, wie jetzt zum Beispiel mit dem Programm Revit und den Revit-eigenen Dateien gearbeitet wird und dem IFC-Datei. Austauschformat kann man so sagen, weil das ist ja quasi open und kann dann auch in anderen Programmen benutzt werden, was man mit den Revit-Daten ja nicht kann. Wie würdest du jetzt sagen, wie geht man mit dem abgeschlossenen Revit-Programm um und was habt ihr euch zum Beispiel da jetzt ausgedacht? In diesem Fall muss ich fast ein bisschen ausholen. Also es ist so, grundsätzlich hat sich Orca auf die Fahnen geschrieben. Wir haben Zeit. Ja. Ja, kein Problem. Ist ein Podcast. Genau, also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, erst einmal ganz wichtig, open, open, open. Das heißt, wir setzen ganz stark wirklich auf offene Standards, wie das GAP-Format eben im AFA-Bereich oder eben IFC im BIM-Bereich und so weiter.
Das heißt aber, oder das ist für Sie als Anwender wichtig, wenn Sie Revit im Einsatz haben, befindet sich in der Regel auch dort ein Exportfilter für die Orca-Produkte, der das Maximum an Informationsgehalt über die IFC-Schnittstelle rausschreibt. So, und wenn man das jetzt mal noch ein bisschen weiter ausschmückt, dann haben wir uns in dem Fall eben nicht nur auf Revit konzentriert, sondern wir können Daten von BricsCAD, von Vectorworks, von Archicad, von Allplan, von MHBIM, von DDSCAD, von PlanCalNova und so weiter über das IFC-Format verarbeiten. Also das ist mal so das, der erste Punkt. Wenn wir tatsächlich auf die Revit-Welt treffen, dann ist es auch so, dass wir mit User-Defined Property Sets, also mit benutzerdefinierten Daten sehr gut umgehen können, die uns per IFC geliefert werden. Und wenn man jetzt sogar noch ein Stück weiter geht, ist es so, in dem Kontext ausschreiben.de, also dem Produkt für die Ausschreibungstexte, arbeiten wir gerade dran, ein Plugin für Revit zu machen, indem ich das Modell schon in einer frühen Planungsphase schon mit Ausschreiben.de-Texten, also mit Ausschreibungstexten bemustern kann und diese Bemusterung dann wiederum per IFC eben weitergeben kann an die weiterführenden Systeme. Und so schaffen wir es eigentlich auch zwar mit einem Closed-System, trotzdem unseren offenen Ansatz reinzubringen und am Schluss dann eben eine Formatdatei auszugeben, die auch von anderen in der Regel problemlos gelesen werden kann. Und das ist natürlich schon schön. Wenn du jetzt sprichst vom Revit und ihr macht da ein Plugin rein, wie kommen jetzt Anwender oder wann ist es fertig? Gibt es das schon? Wann kommen Anwender an dieses Plugin? Wir werden im Zuge unseres Infoletter-Systems werden wir das natürlich kundtun, wann das verfügbar ist. Und in dem Zuge werden alle Ausschreiben.de-Anwender da eine Info bekommen, auch alle Orca-Anwender insgesamt. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ich habe einen Entwickler mit der Taschenlampe auf seinen Monitor mal geleuchtet, um zu schauen, ob der Code schon in die Richtung Trocknercode geht. Muss ich gerade heute noch mit Nein beantworten. Das heißt, wir sind gerade da auf der Zielgeraden. Und wenn ich jetzt mal so ein Datum in den Raum oder eine Verortung in den Raum werfen könnte, wenn dasselbe Gespräch nochmal Ende November stattfinden würde, würde ich bei dieser Frage sagen, schaut's her, so funktioniert's. Okay. Habt ihr ein spezielles Beta-Programm? Gibt es da irgendwas? Kann sich da jemand melden, der unheimlich Lust drauf hat, zu testen? Wir haben letzte Woche unsere Ausschreiben.de-Tage gehabt. Das heißt, da haben wir über Neuerungen rund um das Portal informiert, haben in diesem Zuge auch eben schon mal die ersten Infos auch zu dem Plugin zur Verfügung gestellt oder eben angekündigt. Und alle dort eingeladen wurden auch aufgerufen, an einem Beta-Test mit teilzunehmen. Deswegen, also schreiben Sie uns gerne an, einfach an info@orcasoftware.com. Dann wird es bei uns verarbeitet und sobald die Beta-Phase beginnt, werden wir natürlich auch kundtun und da auch offen in den Markt gehen, weil ich habe ja vorher schon gesagt, open, open, open. Sehr gut, sehr gut. Du sprachst gerade vom Markt. So, jetzt habt ihr natürlich Lösungen, die anhand eurer Erfahrung natürlich möglichst viel Nutzen dem Anwenderinnen oder Anwendern bringt. Wie schätzt du jetzt eigentlich die Gesamtlage ein? Also du hast ja durch deine Engagements ganz, ganz, ganz viel Einblick in die Szene, würde ich mal sagen. Wo stehen wir und was denkst du, wo hängt es im Moment und wie entwickelt sich das Ganze jetzt so in Perspektive 2023, 2024? Wohin entwickelt sich das? Gut, das sind natürlich jetzt viele Fragen in einer, aber ich versuche es mal ein bisschen zu schneiden. Also einmal mit meinem Engagement, das ich hier an dieser Stelle eben auch an den Tag lege, versuche ich auch einfach ein ganz eigenes, persönliches Problem zu lösen. Nämlich ganz am Ende des Tages bin ich einfach auch nur Steuerzahler, der sich manchmal ärgert, dass er in der Zeitung einfach über schlecht funktionierende Bauprojekte liest. Und hier versuche ich eben mit meinem Tun, das ein bisschen zu beeinflussen oder zu verbessern. Und da kommen wir auch gleich zu dem, was eben 2023, 2024, was so die nächste Zeit kommt. Nämlich eine der größten Hürden in dem ganzen Thema ist nämlich einmal das einfach mal machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, man geht oft her und sagt, wenn man in diesen Prozess einsteigen will, dann muss man so das und das und das und das und das vorbereiten. Sonst funktioniert es nicht.
Ich habe andererseits aber die Erfahrung gemacht, wenn man sich einfach mal in diesem Prozess, also sprich der Modellierer sich mit dem Menschen, der das LV erstellen kann, mal abspricht und einfach sagt, weißt was, wir beginnen jetzt mal mit 4 Bauteilen, also sprich Tür, Stütze, Boden, Fenster wegen mir, klärt einfach mal ab, wer hat die Datenhoheit zu dem Thema, also wer hat die führende Menge zum Beispiel zu diesem Thema, welche Attribute oder welche Informationen muss das BIM-Modell dann tatsächlich transportieren und ab welchem Zeitpunkt wird es denn dann von dem Modellierungsprozess in den AFA-Prozess zum Kickoff übergeben. Wenn man mit diesen Punkten einfach mal anfängt, dann ist man eigentlich schon heute sehr stark in diesem BIM-Prozess mit drin. Und warum sage ich das jetzt an der Stelle? Nämlich eine der größten Hürden sind einmal eben das Change Management, das eben innerhalb der Firmen eben durchgeführt werden muss. Das heißt, man muss da mitgehen bei diesen Trends, bei diesen Themen. Wenn man mal den Benefit erkannt hat, dann passiert das übrigens sehr schnell. Das bin ich auch immer ganz verwundert. Und der zweite Punkt ist, wir sind gerade in der Phase, wo eigentlich auch die Öffentlichkeit, also sprich die Bundesbauten und die ganzen öffentlichen Stellen, eben auch den BIM-Prozess mit große Fahrt mit aufnehmen. Und da erhoffe ich mir eine ganz starke Vorbildfunktion, um eben auch beim Change Management und bei dem einfach mal machen, wirklich einen Einstieg zu finden. Ja, definitiv. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jetzt gerade diese Phase ist, ich muss mir das BIM mal anschauen, eigentlich in diese, ich sollte doch mal jetzt einfach mal eins ausprobieren, gerade kommt. Also das ist jetzt gerade wirklich bei der Anwenderschaft da und da versuchen wir natürlich eben auch einen Workflow aufzuzeigen, um zu zeigen, ja, wie geht's denn eigentlich, dieses BIM? Was mir eigentlich immer so ein bisschen zu denken gibt, ist auch die Henne-Ei-Geschichte zwecks neutraler Ausschreibung und Plan mit konkreten Objekten im BIM. Wie siehst du aus deiner Sicht dieses Spannungsverhältnis? Also da schlagen natürlich jetzt in mir zwei Herzen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin auch Steuerzahler, deswegen freue ich mich manchmal auch, dass es eben neutrale Ausschreibungen gibt. Aber nicht immer. Also es ist das eine Vorteil, es ist ein anderer Nachteil, das muss man da ganz klar sagen. Aber mit den Mechanismen, die wir zum Beispiel im Programm drin haben, ist es so, sie holen sich einen Text auf Ausschreiben.de, der natürlich ganz klassischen Produktbezug hat. Und den kann man dann, sage ich mal, neutralisieren, verliert aber eigentlich über die Auftragsphase hinweg nicht die Information, was hat sich denn der Autor eigentlich damals beim LV-Erstellen gedacht. Und das heißt, man kann das dann wieder zusammenführen. Und zum anderen muss man nochmal ganz, ganz direkt sagen, es gibt halt nun mal keine neutrale Heizungsanlage, die ich mir in den Keller stelle oder ein neutrales Entwässerungssystem, sondern irgendwann muss ich ja zu einem Produkt greifen. Deswegen, wenn man schon mal was hat, es ist auch neutral und es wird dann eben durch die Maschinerie der Auftragnehmer zum Beispiel und auch der Auftraggeber dann gejagt, dann bekommt man zumindest am Schluss ein Leistungsverzeichnis, wo alle Seiten sagen, das kann so beauftragt werden. Und dann engagiert man ja auch oft eben einen Auftragnehmer, der ja vielleicht genau eben dieses System besonders gut kann. Also jetzt zum Beispiel von euch oder Ähnliches. Deswegen, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Mit den Softwaremechanismen lassen sich diese aber über den Planungszyklus hinweg begleiten. Okay, und wie schätzt du das jetzt ein, also die Individualplanung? Und es ist ja immer öfter im Gespräch, dass das klassische serielle Bauen immer wieder kommt. Wie betrachtest du das und wie zahlt dann quasi eine strukturierte Datenbankarbeit auf dieses Thema ein? Also beim seriellen Bauen muss ich sofort auch gleich das Wort Modulbauweise eben in den Raum werfen, weil beides geht eigentlich Hand in Hand und beide Bauweisen sind eigentlich geradezu prädestiniert für BIM, also modellbegleitet, weil man eben sozusagen gleichartige Bauteile nach dieser Elementmethode zu einem Gebäude oder zu einem Projekt zusammenstellen kann. Und was ich jetzt ganz stark sehe, ist, dass im Bereich Neubau natürlich ganz stark eben auf serielles und modulweise Bauen gelegt wird, weil man hat einmal den Aufwand und dann multipliziert man es im Endeffekt. Und
ich sehe immer wieder mehr, das wäre jetzt auch etwas, was ich heute auch nochmal als Message mit auf den Weg geben wollte, man sieht bei genau diesen zwei Bauweisen eigentlich, dass das BIM oder diese BIM-Methode eigentlich sehr gut aufgeht und man eigentlich im Vorfeld der Planung schon ein, sage ich mal, sehr kollisionsfreies und fragezeichenfreies Modell auf den Weg geben kann, um es in die Realisierung zu bringen. Und das ist schon sehr schön an der Stelle. Das ist wirklich schön. Was ist denn jetzt eigentlich so, wenn du nach vorne schaust, so dein Herzensprojekt oder wo sagst du, da schlägt dein Herz jetzt am meisten? Da muss ich fast ein bisschen lachen, mein Herz schlägt immer in ganz vielen Richtungen bei dem Thema BIM und Formate und so weiter. Aber was mir ganz wichtig ist, ist an dieser Stelle eben auch das Thema Partnerschaften nochmal zu erwähnen. Nämlich also jetzt mit ausschreiben.de bieten wir eben von 850 Produktherstellern Ausschreibungstexte aus den verschiedenen Bereichen an. Und wenn jetzt Sie eine Anwendung haben oder eine hausinterne Anwendung vielleicht, wo Sie sagen, oh, da wäre es aber schön, wenn ich die Ausschreibungstexte direkt aus meiner Anwendung eben holen könnte, dann bieten wir an dieser Stelle eben auch eine API-Schnittstelle an, die man bei uns anfragen kann, um eben die Softwarepartner von Ihnen auch mit unserer Technik quasi abzuholen und mit einzubinden. Das heißt, hier gehe ich ganz klar in den Auftrag, wenn Ihre Anwender oder Sie eine Anwendung haben, wo Ausschreibungstexte Sinn machen, also eine Handwerkersoftware, AFA-Software, BIM, PIM, Konfiguratoren, Ähnliches, dann dürfen Sie uns gerne ansprechen, weil wir dadurch, und das ist das, was mich so antreibt, weil wir dadurch eben auch diese Bruchstellen, die zwischen diesem, ich sage jetzt mal, CAD-Modellierungsprozess und dem AFA-Ausschreibungsprozess oder Kostenprozess stattfinden, einfach minimieren können, weil die Daten schon fachgerecht in der richtigen Anwendung und im besten Fall auch vom Produkthersteller eben wasserdicht abgelegt, dort zur Verfügung stehen. Ja, ist ja auch Fehlervermeidung, ne? Ja, also jeder Bruch erzeugt irgendwelche falschen Übertragungen, Fehler, ja. Vergessen, haben wir, zu viel. Da haben wir auch bei dem Thema Redundanzen, da kann ich jetzt auch gleich bei dem Thema Partnerschaften, fällt mir sofort Redundanzen ein, nämlich wir haben jetzt realisiert, dass wir zum Beispiel mit Cadenas, ist ein BIM-Objekthersteller oder 3D Finder, kennt man vielleicht, eine Kooperation in dem Sinn haben, dass sie, wenn sie einen Katalog auf deren Seite haben und sie haben einen Katalog auf unserer Seite, also auf ausschreiben.de, dann haben wir eine Technik gemacht, mit der wir diese beiden Welten, sagen wir mal, automatisiert verbinden können. Das heißt übersetzt, lade ich mir von ausschreiben.de ein BIM-Objekt runter, ist die Information, welcher Ausschreibungstext ist dafür passend, schon in dem BIM-Objekt mit drin. Ah, heißt smart, andersrum wieder, bin ich in der CAD-Welt und lade mir von der Cadena-Seite ein BIM-Objekt runter, dann habe ich an dieser Stelle auch schon den Ausschreibungstext-Link mit dran, sofern eben diese Partnerschaft auf beiden Seiten halt da ist. Und dadurch bekomme ich den Effekt hin, dass ich schon in einer frühen Modellierungsphase erstens schon mal weiß, was hat sich der Autor ausschreibungstechnisch da gedacht. Und das Zweite ist, der Produkthersteller oder Sie als Produkthersteller müssen nicht mehr beide Quellen mit fachspezifischen Daten beliefern, sondern wir sagen, hey, wenn du schon was dort hast, dann holen wir das und verbinden das. Das heißt, wir kriegen nur einen Teil vom Kuchen und der andere Teil vom Kuchen, den der Bäcker besser kann, der ist in seiner Welt zu Hause. So gesehen ist das ja auch ein perfektes Beispiel dafür. Im BIM-Umfeld sagt man ja immer, es kommt immer mehr auf das kollaborative Arbeiten an, also welche Gewerke arbeiten wo, wie koordiniert zusammen, auch digital. Und wenn man das jetzt abstrahiert, fangen jetzt auch rund um dieses Thema an, die, sag mal, Software-Dienstleister oder die Digitalisierer an, kollaborativ zu arbeiten, was den ganzen Prozess ja wirklich, wirklich viel einfacher macht für den Anwender oder die Anwenderin. Perfekt. Da muss ich auch sagen, hat sich die letzten Jahre auch einiges verändert, weil man hat auch festgestellt, nicht jeder kann alles. Also es war zum Beispiel so, wo dieser BIM-Prozess begonnen hat, so eine kleine Anekdote an der Stelle. Da haben wir uns über 700 Modelle angeschaut, das ist jetzt, was ich, 5 Jahre her. Und dann hat man teilweise so Effekte gehabt, wie da ist eine Bodenplatte als Fensterladen verwendet worden, weil das einfach optisch, für die optische Simulation halt sehr schön ausgesehen hat. Oder beim anderen Modell stand dann schon der Mercedes vorm Haus. Da muss ich leider noch ein bisschen supporten, bis ich mir den leisten kann. Aber
das sind dann zum Beispiel einfach Sachen drin, die waren wirklich dafür ausgelegt, eigentlich für einen anderen Prozess, nämlich für das Visualisieren. Ja, ja. Ja, und mittlerweile haben die Beteiligten einfach auch alle gemerkt, wenn man die Daten disziplinspezifisch zur Verfügung stellt, das heißt jetzt bei Orca, wenn Sie mich fragen würden, was braucht ihr denn für Daten, würde ich sagen, eine IFC-Datei mit so vielen Attributen wie möglich, wir verarbeiten das dann schon. So, das heißt, man kann fachgerecht jetzt sagen, das gebe ich in die Simulation, das gebe ich wegen mir in die Wärmeberechnung, das gebe ich in den Fluchtwegeplan und das ist die Datei mit dem Informationsgehalt für den AFA-Prozess. Mhm. Und deswegen, wir sind mittlerweile davon weg, eigentlich, dass das AFA-System in unserem Sinn jetzt eigentlich dann die Modelldaten dahingehend reparieren soll, dass der AFA-Prozess funktioniert. Wir sind eher jetzt an dem Punkt, dass wir ein Modell oder eine IFC-Datei bekommen, die AFA-fähige oder leistungsverzeichnisfähige Daten schon beinhaltet und wir die nicht dazu reimen müssen. Also die Nahrungskette ist wieder ein bisschen geordnet worden an der Stelle. Ja, das ist ein bisschen die Krux bei BIM, ne? Denn BIM wurde ja zeitweise ja schicksalshaft ein bisschen als Spielerei gesehen. Also der optische Aspekt an BIM, ne? Dass man visualisieren kann. Wobei manchmal dann von Dritten, die vielleicht nicht so in dem Thema waren, das eingeschätzt wurde wie ja eine Möglichkeit, ein Gebäude visuell darzustellen und dass das ganz nett wäre. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern zurück, dass es ja eigentlich ein einfach modernerer technischer Prozess ist, bei dem halt am Ende, wenn man das denn möchte, da gibt es ja auch die tollen Renderer aus der Gaming-Ecke, mhm. Dass man einfach da als Abfallprodukt quasi visualisieren kann. Das ist für mich aus innerer Sicht eher nochmal so ein nice to have am Ende. Aber darum geht es ja im Visualisieren mit BIM ja eigentlich gar nicht so. Also es geht ja eher um die Kollision, um das vernünftige Planen und auch um das, sagen wir mal, fehlerfreie Planen von Objekten. Klar, klar. Aber da ist es ja eben umso schöner, dass dieser Bruch zwischen der Modellierer, wird in seltensten Fällen wissen, was wirklich im Detail ausgeschrieben werden muss. Also ich habe da zum Beispiel immer diese Schweißnaht als Beispiel. Also im Ausschreibungsprozess muss ich eigentlich die Schweißnähte alle ausschreiben. Beim Modellieren, wenn ich ins Büro vom TGA-Planer gehe und sage, du, jetzt machen wir bitte mal bei jedem Meter Rohrleitung eine Schweißnaht rein, dann bin ich mir ziemlich sicher, schmeißt er mich lautstark aus dem Büro und verweist mich des Platzes. Aber auf unserer Seite brauchen wir es an der Stelle. Das heißt, also die Disziplinen haben auch ein bisschen gelernt, dass nicht alles, dass man auch stärker in diesem Ableiten ist, in diesem Ableiten von Informationen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir auch noch ganz wichtig ist, ich meine, diese PowerPoint-Folien, wo die Projektplanungsgruppe mit dem Pappmaché-Modell auf der Bühne steht und sagt, so wird das Ding ausschauen, diese Zeiten sind seit langem vorbei. Heute, wenn jemand auf der Bühne steht, dann hat er in der Regel eigentlich eine 3D-Visualisierung seines Projektes mit dabei, wenn er zeigen will, wie es aussieht. Und allein das, dass er diese Visualisierung an dieser Stelle schon hat, wäre jetzt in unserem Kontext das erste Gold, mit dem wir was anfangen können. Nämlich wir sagen zum Beispiel nicht, du musst in dem Modell das drin haben. Erst dann funktioniert es. Sondern wir sagen, du nimm doch das, was du hast, spiel es mal aus und nutze es in der weiterführenden Software, ohne dass du irgendwie regelbedingt bist. Das heißt, dieser Architekt mit dem Pappmaché-Modell, der jetzt mittlerweile aber ein BIM-Modell eigentlich präsentiert, der kann schon komplett in diesen Planungsprozess oder diesen Leistungsverzeichnis-AFA-Prozess einsteigen. Und in dem Fall, wenn er dann auch noch das Plugin von uns verwendet hat, dann liefert er sogar schon ein Modell, mit dem er eben auch schon die passenden Ausschreibungstexte liefert. Also ist klasse. Es klingt danach, als dass es in Zukunft leichter werden würde für alle Beteiligten. Und das ist auch gut so und soll so sein und klingt nach Fortschritt. Wann und wie kann man denn jetzt euch erleben? Ihr hattet ja gerade die Thementage. Wie geht es bei euch weiter? Habt ihr Webinare? Habt ihr irgendwelche Veranstaltungen, auf denen man euch trifft? Welche Webseitenlinks würdest du empfehlen den Hörerinnen und Hörern? Die komplette Informationsliste findet man direkt auf www.orca-software.com. Da bekommt man einmal alle Informationen rund um die Orca AFA,
Man sieht auch unser Helpdesk-System, mit dem wir diese ganzen, sage ich mal, Praxisbeispiele auch nochmal beschreiben. Man kommt dort zu ausschreiben.de. Man kommt dort auch zu den Softwarepartnern, auch zu dem Formular für die API. Und wer uns live treffen will, der trifft uns natürlich auf der BIM World im November in München oder eben auf der Bau auch in München am 15. April. Und da ist es immer gut, einfach an unserem Stand vorbeizuschauen. Und grundsätzlich sind wir auf sehr vielen Messen vertreten. Und was gibt es vielleicht noch ganz interessant? Unsere Infoletter, die wir haben und Whitepaper zu den verschiedensten Themen sind auch sehr begehrt. Da geht es auch sehr viel um Fachwissen. Da kann man sich auch einfach anmelden zu dem Thema, was einen interessiert. Von Brandschutz über Lohngleitklausel bis über Betonfestigkeiten bis hin zu, was macht einen guten Ausschreibungstext denn aus? Also verschiedene Themen und viele Informationen. Ja, Alexander, vielen, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen durften. Gerne, gerne. Es macht immer wieder Spaß, vom Tagtäglichen zu berichten. Und ich hoffe, ich konnte auch an dieser Stelle einfach ein bisschen zum Mitmachen anregen. Deswegen wirklich mal das AFA-Team, das CAD-Team, der Objektberater, der Ausschreiben, einfach mal zusammensetzen und sagen, so, wie gehen wir denn den Prozess an? Gibt es vielleicht schon den ein oder anderen andere Workflow, den wir vielleicht so abbilden können? Und ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, dass das so richtig ist. Ganz tolles Schlusswort. Ja, wie ihr gehört habt, es gibt auch eine Art, positiv auf die komplexen Themen zu schauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr auch gern mir direkt mailen an m.neukirchen@birko.de. Der Alexander freut sich bestimmt auch, wenn ihr in Kontakt tretet mit Fragen, Anregungen, Ideen, wie er es schon mehrfach erwähnt hat in diesem Podcast. Und alle Links, die ich hier aus dem Podcast extrahiere, findet ihr natürlich in den Shownotes unten im Text. Und ansonsten hören wir uns demnächst mit einer neuen Folge vom Bautalk. Bis dahin, bis bald.